Hallo liebe Rollen- und Nicht-Rollenspieler, willkommen bei meinem neuen Video. Heute möchte ich euch das Make-up von meinem Charakter Natascha Grimm zeigen. Ich werde euch jetzt zu Beginn zeigen, was ich dafür brauche und das ist gar nicht viel. Aber ich möchte euch einfach zeigen, wie man auch mit wenig Make-up einen großen Effekt erzielen kann. Da Natascha Grimm eine Untotenjägerin ist, werde ich mir viel Narben als Make-up machen. Einfach aus dem Grund, weil ich finde, dass ein Kämpfercharakter, der so oft kämpft, einfach auch gezeichnet sein sollte. Dass ich am Rest des Körpers keine Narben habe, hat den Grund, dass ich generell mit Kleidung eigentlich gänzlich bedeckt bin. Das heißt, es würde auch keinen Sinn machen, sich da irgendwelche Narben hinzumalen. Und der zweite Grund ist auch, dass sie sich abreiten würden durch die Kleidung. Und das wäre einfach schade und leider auch Verschwendung des Materials. So, dann können wir jetzt aber auch anfangen. Ich werde euch kurz zeigen, was ich alles brauchen werde. Und dann können wir auch schon loslegen. Unten in der Videobeschreibung werdet ihr dann auch noch verlinkt ein Video von mir finden, wo ich euch schon mal gezeigt habe, wie man Narben mit diesem Produkt hier macht. Und zwar ist das Collodium. Ich werde das teilweise pur auf die Haut auftragen, um ja, das so aussehen zu lassen, als hätte ich schon wirklich verheilte und alte Narben. Und ich werde aber auch einen bräunlichen Stift benutzen für Narben, die verschorft aussehen sollen. Und auch einen roten Lip Liner ist das, glaube ich, um Narben zu kreieren, die ganz frisch aussehen. Um den frischen Narben noch einen angeschwollenen Effekt zu geben, habe ich hier auch noch ja, so eine Billo-Farbpalette. Da werde ich dann das letzte Rot hier unten benutzen. Und zu guter Letzt werde ich mir noch einen ganz einfachen Lidstrich mit ja, einem Eyeliner machen. Und ich würde sagen, wir können anfangen. Ich werde mir erst meine Haare zurückbinden, weil ich sonst nachher irgendwelche Haare in dem Collodium kleben habe. Und das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Thank you.
So, also grundlegend wäre das jetzt ihr Make-up. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum ich mir meine Augen mit einem Lidstrich schminke, obwohl ich doch einen Kämpfercharakter spiele. Das mache ich einfach aus dem Grund, weil ich trotzdem möchte, dass mein Charakter weiblich wirkt, trotz ihrer rauen Art. Und ja, irgendwie habe ich einfach irgendwann angefangen, mir einen Lidstrich mit diesem Charakter zu machen und der ist geblieben und irgendwie auch jetzt charakteristisch für dieses Konzept. Wenn man jetzt noch richtig übertreiben will, beziehungsweise was ihr noch machen könnt während einer Con, wenn ihr verletzt werdet, wäre sich zum Beispiel blaue Flecke zu schminken. Das kann ich euch gerne auch nochmal zeigen. Ich glaube, das würde ich mir dann einfach jetzt hier oben auf die Wange machen, weil das so eine, finde ich, so eine typische Stelle für so ein Pfeilchen ist. Und da habe ich ja hier so eine eigentlich Lidschattenpalette, aber das ist so ein creamy Lidschatten. Also der ist nicht trocken, das ist kein Puder, sondern ja, das ist halt so eine Creme. Und davon würde ich einfach hier oben das ganz dunkelgrüne nehmen und von meiner Farbpalette ein dunkelblau und das Grüne halt mit dem Finger so auftupfen und auch das Blau ein bisschen so, bis ich den gewünschten Effekt habe. Nehmt auch nicht zu viel davon, weil das ist toxisch, das Zeug. So, das wäre das ganz, ganz, ganz vollendete Make-up, wenn ihr jetzt noch diesen blauen Fleck dazu nehmen wollen würdet. Wie gesagt, finde ich eine super Möglichkeit, wenn man im Kampf verwundet wurde, sich einfach über die Con mal so einen kleinen Fleck ins Gesicht zu schminken. Ja, um einfach zu zeigen, hey, ich habe gekämpft und ich wurde verletzt und habe keine Babyhaut nach dem Kampf. Ich zeige euch das jetzt nochmal in der Nahaufnahme. Ansonsten würde ich mich schon mal verabschieden. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!